werde alle Teile durchzocken. Das wird auch durchgezogen. Minecraft ist genauso ein Ding. Ich spiele so häufig Minecraft. Ist da gerade jemand drauf? Nee, ne? Gut, dann holen wir uns mal hier. Holen wir uns mal fix die Banne. Witz. Ich hatte halt dann vor, Minecraft zu spielen. Beziehungsweise habe schon immer getan. Ich habe schon immer Minecraft in meinem Leben gespielt und habe gesagt, ey, wenn ich sowieso spiele, warum nehme ich es nicht auf? Gut, wie ich jetzt zu dem Projekt kam, am besten mal, oder was hinter diesem Projekt steht, am besten, wenn ihr mal so blind reinschaut, guckt euch bitte die erste Folge an. Dann versteht ihr, was ich mit dem Projekt vorhabe und wo mich das ganze Projekt hinbringen soll. Ja, und das ist jetzt mein Multikanal. Natürlich, dadurch, dass ich nicht mehr DayZ gebracht habe, ne, sind die Leute, die wegen DayZ gekommen sind, gegangen oder eingeschlafen, was auch immer. Und das, was ich jetzt bringe, Assassin's Creed, No Man's Sky. No Man's Sky war eine Zeit lang gehypt, mittlerweile ist es auch schon wieder tot. Und Minecraft, das sind Titel, wo ich sage, Minecraft ist Mainstream, definitiv, aber man muss natürlich auch erstmal irgendwo bekannt werden damit. Also, dass man das natürlich auch tut. Und bis das soweit ist, gehe ich es chillig an. Ich wüsste, wo ich hingehen könnte, um Leute zu bekommen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber ich bin momentan mit meinem Kanal rundum zufrieden. Und wenn ich mein Leben lang mit 40 Views oder 100 Views auf meinen Minecraft-Folgen rumrenne, hey, dann ist es so. Es juckt mich nicht. Aber bitte, bitte, passt auf, wenn ihr künftig auf meinem Kanal schreibt. Ich achte darauf. Ich lese jedes Kommentar. Achtet darauf, was ihr schreibt, weil gefällt es mir nicht. Werde ich es entweder straight kommentieren und dagegen schießen oder im Falle von Abo gegen Abo. Ah, hier ist jemand, der mir Wolle beschafft. Danke! Im Falle Abo gegen Abo oder ja, schau mal bei mir vorbei ohne Hintergedanken, werde ich jetzt konsequent durchgreifen. Ich bin jetzt vom Tausendstel ins Hundertstel. Übrigens, ich merke, ich laufe gerade straight immer so in eine Richtung. Hunger habe ich auch. Habe ich den Burger vorhin echt schon gegessen? Ich kann mich gar nicht dran entsinnen. Ich habe mir übrigens keine Milch mitgenommen, die habe ich zu Hause gelassen. Aber hey, sieht doch gut aus. Moment, das war Holz. Der Survival war der hier. Wartet mal. Ich pack mal die Wolle hier rein. Woher grab ich diesen Scheiß aus? Hier ist lauter Essen drin, das ist auch okay. Wartet mal. Das gehört hier eigentlich auch nicht rein. Die Steinschaufel schmeiße ich und die ist eh gleich wieder in meinem Inventar. Aber ey, scheiß drauf. Ich brauche unbedingt noch einen Rucksack. Die nächsten Kühe, die ich finde, oder Jute, müssen nochmal dran glauben. Ich brauche unbedingt nochmal einen extra Rucksack für dieses ganze Mana-Zeug, seltene Zeug, Banne, also Tomacraft und Mistcraft. Geh weg, Mann! Bist mir im Weg! Und hoch hier. Ja, wie gesagt, das wollte ich einfach nochmal ausführen. Wer sich auf meinen Kanal bewegt. Ich freue mich über jedes Kommentar. Ich freue mich über jedes Like oder... Was? Oh nein. Hat sie irgendwas fallen lassen? Die Arme. Ist sie unter einem Baum erstickt? Kann man so sagen. Oh, wie viele Blumen. Ach so, Alter, ich wollte doch die Hauptfarben mitnehmen. Red. Ach, das gibt jetzt richtig Red Dye. Rose Red, okay. Ja, ich wollte so die Basisfarben eigentlich mitnehmen. Ich hoffe, ich denke daran. Ich muss an so viel denken, dass, ja, dass ich eigentlich die Hälfte schon wieder vergesse. Ich renne auch schon wieder durch die Gegend. Ach du Scheiße. Das haben wir ja toll hinbekommen.
Ja, jetzt lass mich raten, hier ist nicht mal irgendwas in der Nähe. Wir laufen mal quer durch die Mitte. Ja, das wollte ich halt, wie gesagt, nochmal sagen. Ich habe schon wieder den Faden verloren. Ja, ich freue mich, wie gesagt, über jedes Kommentar, über jedes Like, natürlich auch über jedes Abo oder auch von mir aus Kritik, sofern sie konstruktiv ist, solange ich damit was anfangen kann. Auranotes, ist mir egal. Ich gehe jetzt da außen rum, wobei es sah harmlos aus. Aber man soll ja den Teufel nicht an der Wand malen oder beziehungsweise sein Glück überprovozieren. Ja, und ich hoffe, dass diejenigen, die wirklich gut finden oder das... Wow. Das meinen, was sie sagen, so nach dem Motto, hey, gutes Video, gute Qualität, Like und Abo hast du von mir. Punkt, Ende. Ich hoffe, es ist ernst gemeint und nicht mit dem Hintergrund, komm auf meinen Kanal. Wenn dem wirklich so ist, muss ich euch leider enttäuschen. Ich werde mir die Kanäle angucken. Es wird auch Kanäle geben, die ich mal abonnieren werde, wenn mir gefällt, was ich sehe. Aber ich werde, wie gesagt, keine Abos geben, nur damit ihr Abos bekommt. Nope. Ich habe am Anfang YouTuber aufgezählt und ich muss gestehen, aktuell schaffe ich es wirklich nur 2 bis 3 Leute regelmäßig zu gucken. Und das ist schon viel. Wenn man bedenkt, dass man berufstätig ist, dass man streamt, dass man YouTube aufnimmt, dass man ein Privatleben hat und. Und das ist alles nicht zu unterschätzen. Hä? Nee, Moment, jetzt gehen wir erstmal da lang. Irgendwie habe ich mich hier ganz schön verzettelt. Pass mal auf, ich versuche jetzt mal geradeaus. Ich weiß, dass es im Süden noch weitergeht. Aber ich komme nie wieder nach Hause, wenn ich jetzt immer weiter nach Süden laufe. Ich will jetzt hier nicht extra wieder Boote bauen. Tadü, tada. Ah, komm schon. Ich muss mal gerade ein bisschen lauschen, wo sie anhält. Mir wird immer ganz mulmig, wenn es bei mir eine Straße anhält. Ist auf jeden Fall in der Nähe angehalten. Mal gucken. Nee, sie geht wieder an. Fährt auf der Kreuzung zu und wird leise. Okay. Einfach aus dem Grund, ich bin, was das angeht, ziemlich gebrandmarkt. Denn ich wohne noch nicht allzu lange hier in Greifswald, aber habe schon Wohnungsbrände miterlebt. In der kurzen Zeit, glaube ich, 3 Stück jetzt. Nee, oder ja doch, 3 Stück. 3 Wohnungsbrände. Und das in knapp 5 Jahren. Wow. Die hätte mich jetzt auch beißen können, dran denken. Und wenn ich bedenke, dass ich die 20 Jahre davor nichts in der Richtung mitbekommen habe, kann man sich ungefähr vorstellen, was da abgeht. Der Futterrucksack ist der Orange gewesen, ne? Was ist das? Das gehört da nicht hin. Ach, siehst du, ich wollte mich eigentlich mal belesen, was diese Cantaloupe ist. Und ich wollte Kühe schlagen. Ah. Komm her. Bevor du auf dumme Ideen kommst. Ach, guck an, die schmeißen Schweinefleisch? Ja, logisch, ist ja ein Schwein. Es wird schon wieder dunkel. Ach du Scheiße, ist das ein Weg. Okay. Buddel mich mal kurz ein. Wow. Black Granite. Das ist doch alles scheiße hier mit den Rucksäcken. Ich brauche viel mehr Schnellstartleisten. Geht noch nicht. Dann tun wir mal so tun. Wobei, eigentlich müsste ich es gleich umwandeln, ne? In rote Farbe. Ich hatte ja nicht unbedingt vor, hier... Brauchte ich gelb? Ich weiß gar nicht genau. Ich kann das gar nicht genau sagen. Irgendwie ist da draußen ein Huhn, was irgendwie Probleme hat, scheinbar. Ich
Shimmerleaf. Zieh ich mal ganz kurz mit raus, können wir? Nein, immer noch nicht. Es ist doch so dunkel draußen. Lass mich jetzt schlafen. Na also. So, ich mach mal ganz kurz hier eine Flasche auf, während wir nächtigen. Ja, genau. So, und wo wir gerade bei dem Thema sind, ne? Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich nach den Wahlen in Berlin ausgestrahlt. Leute, geht wählen. Geht wählen und tut mir einen Gefallen. Wenn ihr vorhabt, die AfD zu wählen, macht es nicht aus Protest. Das ist ein Fehler. Das ist ein ganz gravierender Fehler. Ich bin ja vor einigen Folgen mal drauf eingegangen, dass hier in Mecklenburg-Vorpommern die Landtagswahlen waren. Und die AfD ist tatsächlich mit 20,8% hier rausgegangen. Überlegt genau, was ihr tut. Belest euch, was die Partei vorhat, wie sie es vorhat. Denn ich weiß, na gut, die Medien, vielleicht wollen sie es uns auch nur glaubhaft machen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall meinten die Medien, dass viele, viele Protestwähler dabei waren. Protest kann man aber auch anders äußern, indem man anstatt die AfD mal die SPD an den Markt bringt. Aber warum gerade die AfD? Da könnt ihr auch gleich die NPD wählen. Glaubt mir, das ist schwierig. Man sollte sich wirklich genau überlegen, was man tut. In Berlin wird sie... Wir haben heute... Was haben wir denn heute? Heute schon wieder Donnerstag. In anderthalb Wochen stattfinden. Wenn die ausgestrahlt wird, die Folge, wird sie bereits stattgefunden haben. Ich hoffe, ich hatte in meinem anderen Video nochmal darauf hingewiesen. Ich weiß es nicht genau. Das, was ich vorher halt aufgenommen hatte. Ich hoffe inständig, dass ich da irgendwas gesagt habe zu. Dass das mit drauf ist und nicht erst später kam. Weil das wäre echt traurig, wenn es in Berlin genauso läuft. Wir müssen uns damit jetzt abfinden. Jetzt ist er da. Und die Politik muss das Beste draus machen. Herr Sellering, mach was draus. Und dann mal schauen. Wie gesagt, ich bin auch nicht so der Mensch, der sich so übermäßig viel für Politik interessiert. Aber was sowas angeht, definitiv dann doch. Denn ich hatte ja auch gesagt, ich toleriere und akzeptiere die Flüchtlinge. Und ja, es gibt da Meinungen zum Thema IS, dass darüber die Terroristen reingeschmuggelt werden. Ja, das unterschreibe ich sogar. Die Medien sagen, warum sollten die das tun? Die geben sich mit Schlepper nicht ab. Wenn man aber weiterdenkt, die ISIS ist sich für nicht zu schade und, oh Gott, hat ihre Selbstmordattentäter, da ist denen das auch nicht zu schade, dass sie selbst Schlepper spielen und dann auch noch dort darüber ihre ganze Sache finanzieren. Ehrlich gesagt, man kann sich schönreden, wie man will. Es ist der leichteste Weg, Terroristen ins Land zu schleusen. Aber gehen wir jetzt mal vom Positiven aus, dass mindestens 90-95%, wenn nicht sogar noch mehr, wirklich die Flüchtlinge sind. Und Flüchtlingen sollte man helfen. Das ist Ehrensache. Und ich stehe dazu. Hatte ich ja schon mal gesagt, ich toleriere und akzeptiere sie. Und ich hoffe, ihr seht das auch irgendwann mal so. Also es ist, wie gesagt, Politik ist ein heikles Thema. Aber ich weiß nicht, ob die AfD der richtige Weg ist, seinen Protest auszudrücken, um dann eventuell gehört zu werden. Man kann das auch anders schaffen. Man kann das auch anders schaffen. Wer das eine will, muss das andere mögen. Im schlimmsten Fall müsst ihr vielleicht selber für die Politik, ist jetzt richtig krass ausgedrückt, selbst für die Politik tätig werden. Denn die Leute, die an der Macht sind, haben das auch nicht von jetzt auf gleich. Oh! Du kleines Schwein, du! Im wahrsten Sinne des Wortes. Greif da einfach. No! Na gut, was für die Fische. Ich könnte es mir holen, aber scheiß drauf. Auf jeden Fall, ich wollte eigentlich mal so langsam ins Landesinnere, ne? Tue ich ja gerade. Wenn auch via großen Umweg. Oh Gott. Lässt du mich in Ruhe? Warum lassen mich manche in Ruhe und manche nicht? Kühe. Zwei Leder. So, die sperren wir jetzt mal ganz kurz ein. Nochmal zwei Leder. Kuh. Und nochmal Leder. Yay. War da gerade ein Fleischblock? Sah das gerade so aus? Oh, eine Kuh fehlt noch. Da. Komm mal her. Muku. Ich muss unbedingt ein... Natürlich lässt die keinen fallen, oder doch? Doch, hat sie, okay. Ich muss mir unbedingt so einen Tauma- und Mistcraft-Ordner machen. Weil es ist doch ziemlich viel, was die Welt hergibt.
Ich möchte mal wieder was finden. Survival war das, ne? Genau. So viele Wowies. Und wenn ich näher losgehe und einen suche, finde ich keinen. Wetten? So. Okay. Müssen wir bei Gelegenheit auch unbedingt mal ein weiteres Schwert nachziehen. Es gibt, glaube ich, nichts Peinlicheres als ein kaputtes Schwert mitten im Kampf, was nicht nachgesteckt wird. Mhm. Farbe. Wir brauchen mal noch eine andere Farbe jetzt. Au! Oh, einmal nicht aufgepasst. Was veranlasst Schweine anzugreifen und was nicht? Drohen die? Habe ich irgendwas übersehen? Pilze. Wie viele Pilze es gibt hier. Baumpilze. Das da gerade sah aus wie, wie heißen sie? Hallimasch, ne? Giant Cup, okay. Schwimmende Hasen. Sehr leckere Pilze. So, ich bleib jetzt hier mal ganz kurz stehen. Guck mal in meinem Inventar, ob ich noch irgendeine Farbe habe. Womit ich den Tomacraft einfärben kann. Ich habe lila. Kaktusgrün. Ich weiß nicht, was das hier ist hier für eine Farbe. Gelb, ne? Wir versuchen es mal mit Gelb. Da packen wir alles Mystkraft und Tomacraft-Technisches rein. Backpack. Ja, okay. Ne, einen rüber und dann Toma Mystkraft. Dann können wir nämlich jetzt den Scheiß hier mal aussortieren. Das hier war, glaube ich, nee, das ist Wetschen. Also Vegan-Option. Tomacraft. Passt nicht mehr. Weil es ist echt ziemlich viel Mana-Bohnen. Das gehört auch da rein. Minecraft, Minecraft, Tomacraft, Mistcraft. Das sieht alles ziemlich normal aus, ne? Genau. Das gehört auch mit rein. Jetzt habe ich die Wolle da drin liegen. Okay, von mir aus. Da dürfte nichts drin sein. Doch, Tomacraft. Tomacraft. Wobei, da dürfte jetzt aber nichts drin sein, ne? Nein. Ich glaube, von den Dingern brauche ich noch einige mehr. So, was fehlt jetzt noch? Gelb? War nur Essen, ne? Biomes of Plantry. Da dürfte eigentlich nichts drin sein. Mistcraft. Das kommt da mit rein. Sind übrigens giftig. Wenn man drauf tritt, vergiftet man sich. Schön. Haben wir das auch. Ich könnte mir jetzt natürlich wieder einen auf den Rücken schnallen, aber ehrlich gesagt... ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Weil das ist weg. Das Essen ist dann tatsächlich weg und... Ich könnte mir höchstens nochmal ein Notfall-Auslagerungs... Wow. Warum greift er jetzt wieder nicht an? Sieh es. Au! Ich halte meine Gusche. Ist ja okay, Mann. Einmal mit Profis. Ich laufe falsch rum. Ich muss da lang. Seht ihr? No! Nicht mein Atlas! Gib mich mein Atlas wieder. Wie ist das denn jetzt passiert? Warum bin ich plötzlich falsch rumgelaufen? Und ich wollte doch nicht sprinten. Mann. Sag doch mal einer was. Haben nicht. Toma. Wo ist mein Futter? Wir gucken können. Ich sollte mir das unbedingt abgewöhnen mit dem Laufen. Wir spielen im Hungry-Modus. Laufen ist sehr kräftezehrend. Logisch. Dann werde ich mich mal jetzt von hier aus straight nach Norden hochbewegen. Sobald ich natürlich das Festland irgendwie wieder erreiche.
Fahnen. Jute sieht irgendwie so ähnlich aus. Oh, was ist das? Was auch immer. Okay, passiert nichts. Eine Fuchsia. Oh, ich liebe Fuchsias. Nicht alle, aber es gibt auch sehr viele schöne. Mhm. Ist das nicht der Fluss, der mich den Tod gekostet hat? Bin ich jetzt so irgendwie? Oh oh, hier unten ist jemand am Werkeln. Pass mal auf, von meinem Glück geht jetzt gleich der Rasenmäher an. Ist normal, wenn ich aufnehme, dass denn sowas passiert. Es wird schon wieder dunkel, oder wirkt das nur gerade so? Habe ich eigentlich Schäder laufen? Es wird dunkel. Fuck. Auf so fröhlich zu zwitschern. Du hast doch gar keine Ahnung. Ja, ich glaube, da springt gleich ein Rasenmäher an. Wenn die Nacht vorbei ist, mache ich mal ganz kurz einen Cut. Ich werde mal schon mal vorsichtshalber die Fenster zumachen. So, ganz kurz einen Moment, ich bin gleich wieder da. Ich mache die Fenster fix zu.